Yo Leute, Outdoor hier und herzlich willkommen zu diesem Video nochmal vom Trailpark Mehring. Es hat letzte Woche so Bock gemacht, dass ich jetzt nochmal hier war, aber für euch hat es ein bisschen gedauert, bis ihr das Video seht, dass ihr nicht direkt zwei Mehring-Videos hintereinander bekommt. Heute wird es eher mal ein bisschen minimalistischer, nicht viel Voice-Over oder sonst was, sondern eher so ein Session-Video. Wir hatten heute noch einen Special Guest dabei, der Biken mit Dominik. Hat mega Spaß gemacht mit dir, Dominik, hat mich mega gefreut. Und noch viele andere mit dabei und es wird einfach, wie gesagt, so ein etwas minimalistischeres Session-Video, kein Voice-Over. Einfach mal fahren und dann würde ich sagen, euch viel Spaß. So Leute, hier ist der Krümel vom Gravity Dream Hops. Fantastisch. Anmoderation on point. Hier ist der Krümel vom Gravity Team Hoxberg. Der mir jetzt mal vorfährt. Ich muss jetzt alles geben, um hinten dran zu bleiben. Der ist on fire, der Junge. Fährt schon Downhill-Rennen. Wie alt bist du, Krümel? 9 Jahre fährt schon Downhill-Rennen. Und ja, meine Zunge ist. Downhill-Rennen. Yeah. Meine Zunge ist genauso fit wie meine Beine heute. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Oh, oben ist frei. Ready? Ready. Oh, ich fahre einen. Ich warte, ne? Ah, ich stehe schlecht auf dem Pedal. Oh Gott, gibt der Gas. Leute, der Krümel vor mir. 9 Jahre ist er alt. Und lässt hier fliegen wie. Alter, lässt hier fliegen. Auf geht's, Krümel! Alter, geht der Junge ab. Holy shit. Ich muss alles geben, Leute. Geflattet! Holy shit! Krümel, was geht? Wie schnell du bist, ey. Richtig geil. Einmal habe ich es geschafft, alle Zeiten vom Papa auf den Schelm zu knacken. Naja. So Leute, Mehring geht's richtig rund. Man trifft auch immer wieder andere YouTuber. Heute kennt ihr bestimmt schon der Mann mit dem erfolgreichsten ersten Mountainbike-Video aller Zeiten. Biken mit Dominik hier am Start. Kanal verlinke ich euch, könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen, macht auch sehr coole Videos. Und let's go! Leute, gerade schon im Krümel die Leine hier gefahren. Der Dominik lässt auch gut laufen hier. Servus! Oh! Dominik ist falsch abgebogen. Wolltest du eine Abkürzung nehmen? Leute, es geht weiter auf der Enduro mit dem Dominik. Stock. Jetzt kommt der Wallride. Ach, der fährt die andere Line, okay. So Leute, jetzt gehen wir nochmal in die 2. Dominiks Kollege fährt hier gerade vor. Der lässt hier gut stehen.
Nosebonk! Eieieiei. Jo. Yeah. Vielen Dank. Cool. Ich bin da. Ich film niemand, der nicht gefilmt werden will. Vielleicht nur zu dicht. Das wäre vielleicht. Jenny mag das. Fuck! Ich hatte mal angesappert. Und Fuchs lässt laufen hier auf den neuen Talk! Wir plattern doch so. Oh, auf einmal war ich da aber dicht auf der Ferse. Fuchsjagd, die zweite. Das ist der Hanno Fuchs! Wow! Dieser scheiß Hubbel, ey! Alle ready? Alle ready. Let's go. So Leute, ich folge jetzt einfach mal dem Stevie auf der Blackline und schau mal, wie es sich anfühlt. Wir gucken mal, was passiert. Yes. Nee, 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 nee. Kein Voice-Over, hat er gesagt. Nun ja, sagen wir mal fast kein Voice-Over, denn ich wollte hier noch kurz mit euch über dieses Roadgap sprechen, das mir seit so langer Zeit schon im Hinterkopf rumspukt, da ich ja mit euch gerne mein gesamtes Mountainbike-Erlebnis teile und nicht nur meine größten Erfolge, habe ich mich entschieden, dies hier mal kurz mit euch anzusprechen. Ich bin es letztes Jahr einmal gesprungen und klar habe ich mich dabei mega gefreut, aber es hat sich auch gleichzeitig noch nicht sicher angefühlt. Weswegen ich entschieden habe, erstmal meine Sprungtechnik zu verbessern. Klar könnte ich auch sagen, ich gleiche das durch mehr Geschwindigkeit aus und das geht auch in 9 von 10 Fällen gut, aber bei solch einer Geschwindigkeit kann ein Sturz fatale Folgen haben. Ich wollte es wirklich an diesem Tag unbedingt machen, habe mich aber einfach nicht danach gefühlt und habe mich entschieden, es dann sein zu lassen. Und auch wenn ich, wie wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch, nach diesem Gefühl, das man nach so einem Sprung hat, relativ süchtig bin,
muss man manchmal so ein Projekt auch verschieben, wenn man an diesem Tag einfach kein gutes Gefühl hat. Ehrlich gesagt sind auch immer größere Sprünge aktuell gar nicht mein Fokus, sondern eher eine saubere Fahrtechnik zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben und irgendwann fliege ich sicher so schön über dieses Roadgap wie Stevie hier. Wo liegt denn für beide? So, immer noch im Auto, immer noch genau an der gleichen Stelle, 10 Sekunden später. Das ist das Outro, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Ciao.